Ich habe diese Juckreizattacken seit circa 5 Jahren, sind behandelt worden im Zusammenhang mit meiner Lupuserkrankung und war bei vielen Hautärzten, die mir sehr, sehr viele Cremes, Cortison und sämtliche Medikamente verschrieben haben. Und hier in Münster bin ich sehr, sehr gut aufgenommen worden. Die Patientin, die hat eine Erkrankung, die ganz spannend ist. Und zwar hat sie eine Ursache des Juckens, die außerhalb der Haut liegt. Bei ihr bestand aber eine Kompression durch die Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule, sodass da die äußersten Nerven im Rückenmark ein bisschen gequetscht wurden. Und das hat Jucken ausgelöst, nämlich da, wo diese Nerven herkommen, am Arm. Die Kratzattacken also haben angefangen im Gesicht und gingen dann runter am Hals. Und hier die Arme, Innenseite und Außenseite. Das Einzige, was geholfen hat, also ist wirklich kühlen mit Kühlbecks. Ja, und viele Cremes, aber es war immer nur kurzzeitig. Wir haben dann eine Therapie gewählt, die im Rückenmark wirkt und dort die Kommunikation der Nervenfasern untereinander stoppt, behindert. Also diese Therapie wirkt hochwahrscheinlich im Rückenmark eben auch darauf, dass bestimmte Juckbotenstoffe nicht mehr produziert werden. Infolgedessen hat die Patientin auch einen klinischen Nutzen gehabt. Also bei ihr ist das klinisch spürbar gewesen, dass das Jucken mit diesen Infusionstherapien, die wir über mehrere Tage geben, nachgelassen hat und auch wirklich einige Wochen dann weggeblieben ist. Ich bin begeistert und möchte auch, dass wirklich viele, viele Leute davon erfahren, wie gut die Behandlung hier ist. Mir geht es sehr gut. Ich schlafe wieder. Ich habe keinen Juckreiz mehr. Also ich habe wirklich wieder Freude am Leben.